Mädel, liebe Freundin, herzlich willkommen zur Geschichte des Drachenlord Episode 36, Dr. Drache. Leute, wir sind erst bei 36. Ich weiß gar nicht, ob wir Zeit meines Lebens nochmal irgendwann diese Videoreihe durchbekommen. Ach ja, der Einzige hat da wirklich schon sehr harte Arbeit geleistet mit den ganzen Folgen. Ja, was soll ich sagen? Dr. Drache, das Thema. Ich bin sehr gespannt. Es wird wieder lustig, denke ich mal. Ne, wer sich an die Zeiten von damals noch erinnern kann, auf jeden Fall unterhaltsam. Ja, wir gehen gleich rein nach den Mitgliedern ab Wonga Level 5. Nämlich haben wir hier den German Grizzly, Julie aus Versehen, Paolo Pinkel, Konsolenbuddy, Rego von Wixhausen, Auf Anfang, AMBX, der Internet-Kasper, Gütbad Psycho und den Bert Kurt. Und ein besonderes Danke geht raus an die Wonga Level 10 Mitglieder: Bianca Gatzenmulle, der Aussie-Hater, Captain Eierstock, Buttergolem, ASB, der Dodo, Xenomorph, Oberpfalz-Hater und der brennende Mikrowellenmuffin. Danke für euren Support. Ja, wir gehen rein. Let's go. Am 23. Oktober 2017 erschien das angekündigte Video Dr. Drache. Selbstverständlich handelte es sich ausschließlich um Trollfragen, die Rainer versuchte, möglichst lustig zu beantworten. Das war halt wirklich, naja, es war nicht so erfolgreich, kann ich sagen. Also es war halt unterhaltsam, wie verzweifelt er versucht hat, lustig und zu sein und irgendwelche Sketche zu machen oder so, aber ja, ich verstehe halt wirklich nie, wenn er solche Formate startet, denkt er halt wirklich, er kriegt auch mal ordentliche Fragen. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Hallo, wenn ich ejakuliere, quillt mein Sperma nur sehr jämmerlich aus meinem Schniedel. Benutze ich das falsche Klopapier? Hashtag Dr. Ache. Nee, Dr. Drache. Mädchen von Zwiebel hat gefragt: Kann man vom Einführen eines handelsüblichen Rettichs schwanger werden? Red Panda hat gefragt: Dr. Drache, habe eine Penispumpe bekommen, aber nie einen Hoch. Ich habe ein Buch geschrieben, in dem völlig ohne Eigenaufwand meine innigsten Wünsche erfüllt werden. Was sagt das über mich aus? Die finde ich am besten. Ja, was sagt das über dich aus, Rainer? Frag dich das mal selber. Naja, ist ganz einfach eigentlich. Ganz wichtig ist hierbei, welche Position du beim She-Male oder der She-Male fokussierst. An sich zeigt es aber schon homogene Zuneigung. Dr. Homogene Zuneigung. Ich kenne homogene Masse oder eine heterogene Masse, Rainer, aber was erzählst du da? Drache, wie steigere ich die aporotisches, nee, aporotisches, Aphrodisierende vielleicht oder so? Wirkung von Breitsamer Honig? Ja, okay, er meint aphrodisierende irgendwas, ja. Also er konnte es einfach nicht aussprechen, okay, gut. Habe mich impotent gebumst. Nee, gepumpt, Entschuldigung. Ich habe Prostatakrebs. Kann ich trotzdem in einer Frau abmitteln? Ja, das würde mich jetzt auch interessieren. Geht das noch? Ist das okay? Oder ist das, darf ich das nicht mehr? Abends gab es dann einen Themenstream über nordische Mythologie, der daraus bestand, dass Rainer ein Hörbuch über das Thema abspielte und gelegentlich kommentierte. Voll krass. Das Gehirn aber darf die Sterne entscheiden. Voll krass. Und wie ging es? Junge, diese Kommentare. Stellt euch mal vor, ich mache die Reaction und es geht die ganze Zeit nur voll krass. Boah, voll krass, Alter. Heftig, Rainer, heftig. Am 26. Oktober lud Rainer dann eine weitere Folge Dr. Drache hoch. Auf dem TeamSpeak-Server behauptete er, die Videos von Red TV claimen zu wollen, damit er die Werbeeinnahmen kassieren könne. Am 27. Oktober erschien dann als Video auf Rainers Hauptkanal eine von Red TV angefertigte Aufzeichnung von einer Unterhaltung zwischen Rainer mit seinen Abonnenten. Am 28. Oktober erschien das Video Blau und Rot, in dem Rainer zeigt, wie er mit Farbe gefüllte Wasserbomben auf Besucher wirft. Ich habe hier was. Auch solche Aktionen mit Farbe gefüllte
Wasserbomben. Wenn Rainer mich, wenn ich nicht auf seinem Grundstück stehe, sondern auf der Straße, quasi vor seinem Grundstück, also wo ich auf jeden Fall auch stehen darf, mich damit beworfen hätte. Junge, ich hätte aber sofort Herrn Müller mit Blaulicht geholt und hätte den erstmal einweisen lassen. Ganz ehrlich. Das ist ja wirklich, das ist ja einfach auch Sachbeschädigung. Du kannst ja deine ganzen Sachen da wegschmeißen. Alter. Kleines. Und zwar eine blaue Wasserbombe mit roter Farbe. Das sind jetzt ein paar Typen von meiner Tür. Ich werde die Wasserbombe so halten, damit man sie sieht. Schiebe ich das von der Seite. Und werde dann mal rausgehen und schauen, was die wollen. Okay. Verpisst euch. Aber es wäre cool, wenn ich dir mal runter von meinem Grundstück. Runter von meinem Grundstück. Ich brauche hier keine Typen, ich möchte keine YouTuber, die meinen, sich an mir hochziehen zu können. Bis wohin geht das Grundstück? Wow, das ist... Das ist rote Farbe. Vom 29. Oktober. Also ich kann es wirklich nur sagen, wenn ich da einen Spritzer drauf gehabt hätte... Und guck mal, wo die gerade stehen. Die stehen nicht mal richtig auf seinem Grundstück. Das ist noch, was ich das Bordstein oder so. Gut, der ist jetzt ein Stück nach hinten gegangen, aber ganz ehrlich, das ist gar kein Grund, irgendwie mit einer Farbbombe nach den Leuten zu schmeißen. Also, ich hätte zumindest geguckt, dass ich ihn anzeige oder so. Definitiv. Oktober existiert ein Besuchsvideo, das zeigt, wie Rainer und die Besucher sich fast 20 Minuten lang gegenseitig Beleidigungen an den Kopf werfen. Im Stream reagierte Rainer genervt auf die Kritik eines Abonnenten und bezeichnete diesen als Hater. Für was bezahlt man eigentlich, wenn du eh nichts zu Ende bringst? Wie zum Beispiel Nordische Mythologie. Zunächst mal ist es alles freiwillig, was du bezahlst. Und wenn du so dumm bist zu bezahlen, ist es dein Problem, wenn dir mein Stream nicht gefällt. So geht man mit Abonnenten um. Anstatt zu sagen, ja, ach, ich bin ein wenig so Typ, der alles anfängt und nichts richtig zu Ende bringt, das ist so eine Macke von mir, weißt du? Hättest du das gesagt? Hätte keiner irgendwas gesagt, hätte man gesagt, ja, okay, mein Gott, dann ist das halt so, bla bla. Ja, und er sagt, tja, wenn du so dumm bist und dein Geld dafür ausgibst, wo ich mir so denke, ja, da ist man doch als Abonnent, bleibt man da doch gerne, oder? Was sagt ihr? Ich sagte gerade deutlich, dass es nicht meine Schuld, sondern die von den Hatern ist, weil die Hater hierher kommen und hier so einen Scheiß veranstalten. Und ich bin doch nicht dafür verantwortlich, wofür du dein Geld ausgibst. Also gib nicht mir die Schuld für dein Versagen. Das gilt für alle Hater da draußen übrigens. Gebt nicht immer anderen die Schuld für euer Versagen. Nein, du bist ein Hater, weil du hier eine Welle schiebst ohne Ende. Und weißt du was? Ich schlag mich mit dir, Kasper, nicht länger rum. Du bist mir gleichgültig. Noch ein so ein Ding und du fliegst. Und ich bin schon freundlich, meiner Meinung nach. Sehr freundlich. Wenn du so dumm bist, das abzuschließen, bin ich auch sehr freundlich eigentlich, ja. Rainer wieder sehr umgänglicher Mensch, sehr sympathisch. Vom 31. Oktober existiert ein Besuchsvideo, dessen Verfasser auch behauptete, von Rainer mit Pfefferspray besprüht worden zu sein. Laut einem bei späteren Gerichtsprozessen vorgelesenen Strafregister sollte Rainer auch noch wegen einer an diesem Tag erfolgten Beleidigung verurteilt werden. Am 4. November 2017 unterhielt Rainer die Zuseher mit einer Drachenlord Soundboard App auf seinem Handy. Was braucht auch Nahrung, um zu wachsen? Richtig, Wasser. Was? Wasser braucht Nahrung, um zu... Was? Was hab ich denn da für einen Schwachsinn erzählt? Am 8. November. Immerhin sieht er es ein. Das kann man ihm ja mal. Also ich meine, was soll er sonst machen? Aber ja, das ist einfach aber auch einfach eine legendäre Aussage, muss man ja ganz ehrlich sagen. Lud Rainer seine Ansage an Facebook vom Dezember 2016 erneut hoch. Der Titel Drache is back Folge 1 Facebook 720p 30 FPS H264 192 Kbit AAC. Klingt nach einem guten Videotitel. Deutet darauf hin, dass er das Video selbst von einem Re-Upload bezogen hatte. Auch berichtete Rainer im Stream einmal mehr über die Prügelei, bei der ihm der Zahn ausgeschlagen worden war. Da waren ein paar Typen besoffen bei mir, die Bierflaschen und Schnapsflaschen an meine Hauswand geschmissen haben, was mich dazu gebracht hat, dass ich rausgehe.
Und dann kam es halt mehr oder weniger zur Schlägerei. Daraufhin hat er mir einen Zahn ausgeschlagen. Ich habe ihn anschließend dann mit meinem. Ich habe eine Stange dabei gehabt. Nach der Schlagstockattacke letztes Jahr gehe ich ohne Stock nicht mehr aus dem Haus oder ohne Waffe. Und habe ihm dann halt. Ja, ist sehr traurig allerdings. Und ich habe ihm dann halt mit voller Wucht gegen das Bein oder halt gegen den Knöchel mit einer Alu-Stange geschlagen. Und zwar so hart. Es war zwar ein sehr weiches Alu, aber so hart, dass sogar die Alu-Stange sich verbogen hat. Solche Sachen erzählt man stolz. Solche Sachen erzählt man stolz, Rainer. Frag dich doch mal selber, bist du dann besser als diese Leute? Bist du, wenn du Gewalt mit Gewalt vergelten möchtest, bist du besser als diese Leute, Rainer? Oh Mann, ey, wirklich. Der einzige Grund, warum er nicht gehumpelt oder sonst was ist, meiner Meinung nach, ist einfach, der war zu alkoholisiert, als dass er das begriffen hat und dass er das erst danach richtig gecheckt hat. Wir haben hier ja nicht wie eine Amerika das Gesetz, dass man sein Hab und Gut mit Waffen schützen darf. Es ist mir herzlich egal, ob wir das Gesetz hier haben oder nicht. Wenn jemand auf meinem Grundstück steht, ist er fällig, als er frei will. Ja, und das ist eben nicht so. Erstmal stehen die meisten nicht auf, oder standen die meisten nicht auf deinem Grundstück, sondern einfach vor deinem Grundstück. Und zweitens, Rainer, du kannst nicht tun und machen, was du möchtest. Wenn jemand auf deinem Grundstück kommt, dann darfst du ihn versuchen zu entfernen oder festhalten und die Polizei rufen. Und die kümmern sich dann darum. Aber du kannst jetzt nicht mit der Gardana auf die Leute losgehen, um es jetzt mal übertrieben zu sagen. In dem Stream gab Rainer auch zu, Pfefferspray zu Hause zu haben, behauptete dies allerdings nur zur Selbstverteidigung zu nutzen und präsentierte eine Flasche mit Gleitgel. Am 12. November... Guck mal, wie er sich da auch freut, ne? Gleitgel, ich bin 5 Jahre alt. Es ist so unangenehm wieder. Streamte Rainer, während er kochte. Auch am 15. November gab es erneut einen Kochstream. Zusätzlich lud Rainer 3 Best-of-Videos hoch. Dabei handelte es sich um Zusammenschnitte seiner alten Videos, die ursprünglich Hater erstellt hatten. Am 16. November streamte Rainer morgens kurz nach dem Aufstehen und behauptete, die Temperatur in seiner Küche sei oft niedriger als die im Kühlschrank. Das, also wenn das so ist, ist es sehr bedenklich, Rainer. Andererseits kannst du dann die gesamte Küche als Kühlschrank verwenden. Ist auch nicht schlecht. Vom 18. November existiert eine Teamspeak-Aufnahme, in der Rainer über die Hater spricht und darüber, dass viele Hater seine Videos und Streams zusammenschnitten, um Belanglosigkeiten zu entfernen. Ein Hater ist ein Hater. Ich weiß nicht, warum ihr da Abstriche hier macht. Es gibt dumme Hater und es gibt extrem dumme Hater. Aber ein Hater ist immer noch ein Hater. Nee, Rainer. Nein, dumme Hater und extrem dumme Hater sind die Typen, die bei dir vorbeikommen. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, der... Du bist nicht besser als die, die bei mir vorbeikommen. Wieso nicht? Du kennst ihn doch gar nicht. Weil du genau den gleichen Scheiß machst. Was mach ich denn? Ich mach doch gar nichts. Schaust du die Videos bei mir oder schaust du die Videos bei den Hatern? Nee, Rainer, pass auf. Wenn du die Videos bei den Hatern schaust, dann bist du nicht besser als die Hater, weil dann unterstützt du die... Wieso? Weil ich dir keine Aufmerksamkeit gebe. Ja, dann unterstützt du die, die Scheiße bauen. Wenn du mich feierst... Aber ich bin ja kein Fan. Oder wenn du meine... Es ist scheißegal, ob du ein Fan oder ein Hater bist, wenn du sagst... Wenn du das meinst, was du gesagt hast gerade, ja, wenn du dich darüber amüsierst, was ich mache, dann ist das definitiv so oder so mein Content, der dich interessiert und nicht der von den Hatern. Da du aber gute Argumentation, Rainer. Guck mal, ich erkläre dir mal, warum die meisten Leute nicht bei dir schauen, sondern bei Leuten, die zusammenschneiden. Pass auf, es gibt 2 Gründe. Erstmal natürlich, weil dir keiner Aufmerksamkeit groß schenken möchte, indem sie dir Klicks oder was auch immer verschaffen. Erstmal das, was ich auch richtig und wichtig finde. Und zweitens, Rainer, du machst einen 3-Stunden-Stream. Und von diesen 3 Stunden, keine Ahnung, weiß ich nicht, machst du Gaming oder so, und von diesen 3 Stunden hast du, weiß ich nicht, eine halbe Stunde was Interessantes, wo du irgendwas wieder laberst, wovon du keine Ahnung hast, was dann halbwegs unterhaltsam ist. Dazwischen gibt's und die Leute, die das dann zusammenschneiden, wie zum Beispiel der Anti-Mobbing-Panda oder auch die Drachenlyrik, die liefern das dann ohne diese ganze langweilige Sache da zusammen und präsentieren das dann so, dass man das sich unterhaltsam angucken kann. Also zu sagen, dass diese Leute nur deinen Content klauen, dass das keinen Mehrwert hat, ist halt vollkommen falsch. Wenn du das Zeug von den Hatern schaust, bist du nicht besser als ein Hater, der bei mir vor der Tür steht.
Und genau das ist das. Ja, wo ist denn das Problem, dass du einfach mal sagst, hey, pass auf, ich gehe zum Arbeitsamt, ich suche mir Arbeit. Wo ist das Problem? Es ist kein Problem. Ich brauche keine du hast Arbeit, keinen weil Bock ich meine auf YouTube... Arbeit. Nein, ich weil YouTube du keinen Bock auf verdiene. Arbeit hast, das, Rainer. Junge, ich verdiene mit YouTube meine... Du kannst von YouTube nicht leben. Genau, und das weißt dann, du woher? Das weißt ja, du woher? Das weiß du ich daher, meine dass Einnahmen du spätestens, von, ey, komm, wenn du mal halt mal in die Rente Presse gehst, und halt mal die Luft an. Du wenn kennst du mal meine in Rente Videos, gehst, Rainer, du weißt, wie viel Kohle ich habe. Warte mal einen Moment, lass uns einander ausreden. Wenn du nichts in die Kasse einzahlst, wie willst du dich finanzieren? Halt doch mal die Fresse, erst einmal. Du hast keine Ahnung, wie viel Kohle ich verdiene. Du hast keine Ahnung. Du verdienst, du hast keine Ahnung, Humbug wie viel ich verdienst mit, du. Hast du keine verdienst Ahnung, keine 1000 verdiene. Euro im Monat. Keine 1000 Euro. Ey, kannst du den mal zum Schweigen bringen? Es geht, darum, angeblich ums Prinzip. Ich lüge, wann habe ich gelogen, Junge? Du hast gesagt, ich hast hab gar nichts dazu gesagt. Unterschied, du das hast du gesagt. Rainer sagt, wann habe ich gelogen? Rainer, die Frage wäre, wann hast du nicht gelogen? Das, also diese Momente aufzuzählen, geht wahrscheinlich schneller. Ich hab nichts dazu gesagt! Alter, ich hab bla, schon bla, öfter bla. Als einmal in meinem Leben einen Unfall gehabt. Du bist der Unfall gewesen, Alter. Was? Also, genau so ist es nämlich. Plötzlich behauptete Rainer, nicht bloß eine Freundin, sondern sogar eine Frau zu haben. Ich bin fernab von jeder Realität. Ich habe auch schon Schicht gearbeitet. Und dann mache ich nicht am Samstag durch. Aber hast du Kinder gehabt? Hast du eine Frau gehabt jemals? Nee, hast du nicht. Ich habe eine Frau. Nee, du hast keine Frau. Ich habe eine Frau. Du redest ja... Hallo, natürlich hat er eine Frau, die geile Lisa. Leute, natürlich. Hä? Frau ein. Das ist schon wieder genau der Zeug. Woher weißt du das? Du laberst ja, einen jeder weiß Mist das, Rainer. Zusammen. Ganz Rainer, ehrlich. Rainer, niemand möchte dich als Mann haben, Rainer. Wenn du meinst, ich habe eine Freundin. Dann wurde die Kerwa in Emskirchen besprochen und die Hater behaupteten, mit Emala ein Bier getrunken zu haben. Also worauf ich hinaus wollte, so wie wir mit Daniel getrunken haben, hätten wir halt bestimmt auch mit dir trinken können, so. Nur damit du weißt, so, Mit Abschaum schmeckt mir das Bier nicht. Ja. Tolle Antwort da drauf, Rainer. Guck mal, der sagt das ganz freundlich und höflich, ne? Und es stimmt, wenn Rainer ein bisschen entgegenkommt wäre, ich hatte es auch schon oft mit anderen Hater besprochen, die Thematik, wenn Rainer einfach mal, wenn jetzt Leute vor seinem Tor gestanden hätten und er wäre mit einem Bier vorgekommen, hätte gesagt, Leute, komm, ich fühle das nicht so, könnt ihr ein bisschen entspannt machen, wir können gerne ein Bier trinken, ein bisschen quatschen, wenn ihr wollt, machen wir ein Bild oder so, aber lasst mal chillen, lasst mir mal bitte meine Ruhe. Wenn man so an die Sachen rangeht, dann sehen die Leute das mit ganz, ganz anderen Augen. Aber Rainer war halt immer gleich auf Stress, auf Schreien, auf Beleidigen aus und das ist halt nicht der Weg. Ja, gut. Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, wärst du an die Kerber runter. Dann wären wahrscheinlich mehr als ein Kopf gerollt. Auch das Regenbogenschaf war an diesem Tag auf dem Teamspeak-Server, wurde jedoch sogleich gebannt. Am 19. November kochte Rainer im Stream Schnitzel und behauptete, der menschliche Körper könne Kalorien nur bei regelmäßiger Nahrungszufuhr verbrennen. Das ist wirklich so eine loste Aussage. Am 24. November erstellte er eine Umfrage auf Twitter, um zu ermitteln, welche CD er in einem Video vorstellen soll. Dabei sorgte er mit dem Wort Krassiger für allerhand Verwirrung. Am 26. November enthüllte er dann, dass er Klassiker falsch geschrieben hatte. Bei dem Klassiker handelte es sich um Iran Maiden – The Final Frontier. Ansonsten wären auch noch Ozzy Osbourne, Diary of a Madman und White Lion Return of the Pride zur Auswahl gestanden. An diesem Tag waren auch Imp und das Regenbogenschaf kurz als Gast bei Rainer im Stream. Ich wollte dich nochmal grüßen. Verarschen, ne? Hoffe, alles cool bei dir in der Schanze. Ach, Rainer, servus. Endlich bin ich auch mal wieder bei dir Gast. Na, wie geht's dir? Was ein Lappen, ey, der spendet ernsthaft 1000 Barren, dass ich ihn rannehme. Ja, ey, ich habe extra meine Frau gefragt, ob ich dir ein bisschen Geld spenden darf. Ach, RBS, wirklich, stellt euch mal vor, so eine Rückkehr von RBS mal wieder. So einfach random mal in einem TikTok-Match, das wäre so cool, ey. Das ist echt schade, wenn man da seine Frau sogar extra um Erlaubnis bitten muss. Nö, das ist nicht schade, so, ist einfach immer Beziehung. Ich wollte gerade sagen, Rainer, hä? Da merkt man auch, Rainer hat noch nie irgendwie wirklich eine Freundin gehabt. Wenn du eine Freundin hast, mit der du auch ein bisschen länger zusammen bist oder eine Frau oder was auch immer, dann sprichst du dich doch finanziell auch ein bisschen ab. Also,
gut, um Erlaubnis fragen ist wahrscheinlich zu viel gesagt, aber das ist doch ganz logisch. Und wenn ich dann schon wieder höre, muss deine Frau um Erlaubnis fragen? Rainer, gib a Ruhe, Junge, und such dir endlich mal einen Job, verdammte Axt. Als Rainer am 29. November in den frühen Morgenstunden streamte, schrie er laut, um zu beweisen, dass seine Nachbarn den Lärm nicht hören konnten. Deine Nachbarn werden wach. Meine Nachbarn! Später war dann Lachflat zu Gast und fragte Rainer bezüglich seiner angeblichen Freundin aus. Am Nachmittag streamte Rainer erneut und erzählte dabei einem Gast, auf Augenhöhe treten zu können, worauf dieser einen Beweis verlangte. Du kriegst von mir ganze 200 Euro, wenn du mir ein Video zeigst, wo du so hoch kickst, wie du deinen Kopf hast. 200 Euro. Ich gebe heute meine PayPal-Adresse, beziehungsweise müssen wir deine und du kriegst die Kohle, wenn du mir dieses Video zeigst. Ich hab's nicht nötig, dir irgendwas zu beweisen oder irgendjemandem da draußen was zu beweisen. Wenn das könnte, hätte er es ihm sofort bewiesen, logischerweise, weil es Rainer ist. Aber natürlich kann er nichts anderes sagen, weil sein Kick logischerweise nicht so hoch kommt. Ist ja klar, da ist ja seine ganze Plauze im Weg. Am 30. November streamte Rainer erneut frühmorgens und sprach über Kriminalität unter den Hatern. 90% von denen, die mir so eine Scheiße antun wollen, sind Leute, die illegale Sachen machen. Oder die im Knast für sowas landen können. Ich dagegen. Ich bin im Knast übrigens, das wisst ihr gar nicht. Ne? Ich hab meinen kleinen Laptop hier mit OBS drauf und mach das hier alles immer aus dem Knast raus, weil ich bin halt Schwerverbrecher, klar, ne? Ja, bin ja Hater, ist ja logisch. Ich mach aber nichts, wofür ich im Knast landen könnte. Am 3. Dezember 2017 tauchten dann Gerüchte auf, dass erneut ein Kamerateam von Funk in Altschauerberg gedreht haben soll. In der Dokumentation Rabiat, Drachenlord und seine Hater, Hass ist ihr Hobby, die am 3. Juni 2018 erscheinen sollte, wurde ein Besucher interviewt, der behauptete, Rainer eine Nintendo Switch geschenkt zu haben. Und tatsächlich behauptete Rainer auf Twitter nun plötzlich im Besitz einer Switch zu sein. Am 8. Dezember erklärt... Da muss ich auch sagen, wie lost kann man sein, ihm eine Switch zu schenken. Junge, das Ding hat, glaube ich, zu Release 330, 40, 50 Euro gekostet. Warum schenkt man dem das? Ich verstehe es nicht. Der Rainer im Stream, dass der Hate gegen ihn langsam nachlasse. Oh Gott, dieses wunderschöne Gesicht, herrlich. Und diese Nahaufnahme, ach, Leute, genießt das doch jetzt nochmal. Am 10. Dezember postete er ein Video auf Instagram, in dem er den Schnee vor seinem Haus präsentiert. Alles klar, es schneit wie aus Eimern. Kann man beim Schneien sagen, wie aus Eimern? Am 12. Dezember erschien dann das Video Kochvlog die zweite. Darin behauptet Rainer für zwei Personen, ihn selbst und seine Freundin zu kochen. Weißt du, er dachte so, boah, ich habe richtig Hunger, aber ich will nicht so zeigen, dass ich so viel esse. Ach, das sage ich, meine Freundin kommt noch vorbei. Perfekt, ja, guter Plan. Am 13. Dezember machte das Gerücht die Runde, die Polizei stehe bei Rainer vor dem Haus. Rainer dementierte dies im Juno-Stream und adressierte dann die Hater. Meine lieben Hater, ihr solltet euch endlich mal eine Sache klar machen. Ich benutze euch. Und das seit Jahren. Ihr haltet mich für dumm. Ich bin intelligenter als ihr, weil ich nämlich euch nutze, um größer zu werden. Nachweislich intelligenzgemindert. Darf man nicht vergessen, ne? Oder hab euch bis zu einem bestimmten Punkt benutzt. Ach übrigens, noch eine letzte Sache zu den Hatern, dann bin ich erstmal ruhig, was das Thema angeht. Euer Einfluss ist noch verschwindender und noch geringer, als er jemals war. Und das beweise ich euch, indem ich jetzt einfach das ganze Thema versucht mich zu triggern, versucht was zu machen. Das Thema ist für mich erledigt, ich werde keine Hater-Kommentare mehr lesen. Ja, hast du bis heute gut eingehalten, ne? Hater eigentlich gar kein Thema mehr. Würdet ihr aufhören? Das ist zum Beispiel jetzt das nächste, ja? Es sind Minderjährige auf dieser Plattform. Würdest du bitte aufhören, hier andere Leute Penis rumzuposten? Ich meine, er hat natürlich recht mit dem, was er da sagt, aber Rainer, wie ist es in den Wald hineinruft? Komm, mach doch, versuch mich doch zu triggern. Ich sag nichts mehr dazu. Meme, er sagt doch was dazu. Sehr schön.
Das ist nicht nur ekelhaft und widerlich, das ist auch absolut dumm, weil du hier nur damit die Minderjährigen in Gefahr bringst, oder besser gesagt, Minderjährigen Gefährdung machst. Ah. Am 14. Dezember schimpfte Rainer im Stream über Studenten. Das Problem bei den Leuten, die studieren und so weiter, die halten sich für sowas Geiles und sowas Besseres und alles, dass die trotzdem ihren Arsch nicht hochkriegen und selber mal wegen arbeiten gehen. Junge, das ist wirklich, also ich kann euch sagen, ich selber habe nicht studiert und studiere auch nicht. Ich habe ganz normal eine Ausbildung gemacht, aber ich habe Freunde, die studieren, und ich sage euch, wie es ist. Ich bin froh, dass ich kein Student geworden bin, weil ich kriege mit, wie viel harte Arbeit das ist, da wirklich durchzuhalten. Erstmal finanziell, weil du musst ja das Leben auch irgendwie finanzieren, und du kriegst ja als Student kein Geld. Du kannst höchstens, glaube ich, irgendwie BAföG oder so ein Zeug beantragen, keine Ahnung. Und du musst dich halt auch reinhängen, du musst für Prüfungen lernen, du musst Praktikas abhalten. Also das, diese Aussage, dass sie sich ausruhen und auch nicht arbeiten gehen, stimmt von vorne bis hinten nicht, Rainer. Das sind Leute, die leisten sehr, sehr viel, müssen schwierige Prüfungen bestehen, bis sie irgendwann ihren Abschluss haben, um dann richtig arbeiten zu gehen und auch fett Kohle zu verdienen. Und du, Rainer, hast in deinem ganzen Leben nichts gerissen. Und jetzt stelle ich mir vor, ich wäre ein Student, also mal angenommen, und musste mir sowas von einem arbeitslosen, übergewichtigen Mann im Internet anhören. Da stelle ich mir auch wieder die Frage, warum kann man ihn nicht leiden? Verstehe ich irgendwie gar nicht. Es gibt ein paar Leute, die zwar auch arbeiten gehen neben dem Studium, aber die Mehrheit von denen macht es nicht, weil sie... Junge, was für ein paar Leute. Also was ich immer so mitbekomme, es gibt Studenten, die haben Zweit- und Drittjobs, weil sie es sonst nicht bezahlen können, Rainer. Ihr Studium mittlerweile in den Arsch geschoben bekommen. Man muss nur eine bestimmte Menge an Kohle, man muss nur eine bestimmte Menge an... keine Ahnung, Punkte oder Zeug in der Schule haben. Oh, ey, gib mir Ruhe, Rainer, der hat gar keine Ahnung, was er labert und denkt wieder, er weiß alles. Dafür lernen sie, ist ja in Ordnung, und dann kriegen sie aber ihr Studium in den Arsch geschoben, weil es dann vom Staat bezahlt wird oder von was weiß ich auch immer gezahlt wird oder BAföG oder sonst was. Und 90% von diesen Leuten sind es dann, wo letzten Endes auf der Straße landen. Genau. An diesem Tag erstellte Rainer ein Profil auf SoundCloud und postete dort seine Kompositionen aus dem Magic Music Maker. Auf Magic Music Maker, Leute. YouTube lud er das Video Hip-Hop mein erster Testversuch hoch. Ich find Rappen für Deppen, doch mach ich mit bei dem Shit. Alter, ist das unangenehm. Beat viel zu laut, Rainer hört man quasi gar nicht, Reime kompletter Müll, von dem Flow hat auch noch nie was gehört und einfach mal zwischenzeitlich irgendein random Beatbox. Geil, Rainer, Junge. Alter, Junge, einfach nur geil. Yeah. Das war, ey, am 15. Nice. Dezember reagierte Rainer auf Twitter auf ein etwas älteres Bild, das ihn mit Jugendlichen aus der Nähe seines Dorfes zeigt, und erklärte, dies würde nur beweisen, dass er Freunde habe. Im Stream behauptete er, er würde nur deshalb auf die Hater eingehen, da seine richtigen Fans nicht genügend Kommentare hinterließen. Anstatt euch zu beschweren, warum ich jetzt die Hater als Gesprächsthema habe, sagt mir lieber mal ganz deutlich Sachen, die nicht von Hatern kommen, und unterhaltet mich damit, dass ich euch damit unterhalten kann. Ah. Ja? Weil so funktioniert es nämlich. Schreist du in den Wald Arschloch rein, schreit der Wald zurück Arschloch. Genau so läuft es nämlich. So. Und wenn ihr das nicht begriffen habt, dann kann ich euch nicht mehr helfen. 5 Jahre machen wir diesen Kindergarten mit und ich sehe es nicht mehr ein. Also wie gesagt, ja, wenn ich nur auf Hater eingehe, liegt es daran, dass ich von 99% hier nur Hater-Kommentare sehe. Ja, es sind vielleicht mal einzelne dabei, die keine Haters sind. Aber das heißt nicht, dass ich die sehe. Leute, ich habe ADS und Legasthenie. Ich überlese viele Sachen, leider. Ja, Rainer, wenn es mal so wäre, dann überlies doch mal die Hater-Kommentare. Wie wär's denn damit? Später sprach Rainer auch über Imp und den Mittwoch. Dass er keine Klasse hat, hat er mehr als einmal bewiesen, und mit Menschen, die sich so benehmen, wie er es getan hat und tut. Und dass er Katzen und was weiß ich alles klaut mit seinen Kumpels und alles und sich damit auch noch im Internet brüstet. Ganz ehrlich, nein. Einfach nein. Imp, Dorian und Malte sind die 3 Urheberrechte gewesen. Man kennt sie. Die Urheberrechte, Leute. Das sind krasse Leute. Von Erdbärchen. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Kannst du mal eine Dungeon Krüger Effekt erklären? Ich habe von dem Effekt nie was gehört. Und tu mir den Gefallen und halte dich jetzt nicht für intelligent, weil du etwas weißt, das ich nicht weiß, weil du es vielleicht studierst oder sonst was. Denn wenn du hier es nötig hast, so mit sowas anzugeben, dann bist du nicht klüger als ich. Dann bist du menschlich gesehen nämlich 10.000 Mal dümmer als ich. Ich find's auch schön, wie er den Dunning-Krüger-Effekt als Dungeon-Krüger-Effekt vorliest. Man kennt ihn. Da Rainer im Stream behauptet hatte, Tanzverbot würde wegen der Hater nichts mit ihm machen, kam es zu einem kurzen Kontakt zwischen den beiden auf Twitter. Am 18. Dezember erschien das Video Kleines Statement, in dem er sich zu seinen Tweets der letzten Tage äußert. Da Gerüchte aufgetaucht waren, das Haus sei Eigentum seiner Mutter, beteuerte Rainer nochmal, dass das Haus ihm gehöre und erklärte, der Hate würde weniger werden. Es reicht euch zu sagen, mein Haus gehört mir, mir allein und niemandem sonst. Dementsprechend tut mir den Gefallen und hört auf, dauernd irgendwas zu erzählen, wie, yo, seine Mutter schmeißt ihn aus ihrem Haus raus und der muss jetzt Miete zahlen und so ein Scheiß. Es hat sich mittlerweile im Internet und auf YouTube bei mir einiges beruhigt, ja. Auch im Real Life ist es mittlerweile viel, viel entspannter geworden. Und ich danke euch dafür. Aber es hat nicht nur damit zu tun, dass Leute akzeptieren, was Sache ist, sondern es hat mehr damit zu tun, dass ich für viele Leute irrelevant werde. Einfach nur deswegen, weil ich nicht mehr so viel mache. Und dass das, was ich mache, abgesehen von diesem Video hier, oder einem ähnlichen Video wie diesem hier, nicht mehr so relevant bin, weil ich keinen Matt mehr liefere, wie die Hater oder das Drachengame es nennt. Och Reinhard, du lieferst mehr als genug Matt. Damals wie heute. Das passt schon. Im Prinzip ist das einzige Matt, was noch wirklich regelmäßig generiert wird, meine Streams. Und das ist den meisten Hatern einfach zu langweilig. Am 19. Dezember erschien das Video Reaktion auf Lügenlord Song 29.02.2016. In dem Rainer versucht, mit einer Reaktion auf den Lügenlord-Song von Maxi Selbstironie zu beweisen. Im Juno-Stream äußerte sich Rainer über Hitler und Nazis. Es werde wahrscheinlich gleich wieder ein riesen Ding losdrehen, aber schaut doch mal Hitler an. Ein kleiner Schwanzlutscher mit schwarzen Haaren, der einfach nur, wobei die Haarefarbe ist egal, ein kleiner Schwanzlutscher, der selber keine Eier in der Hose hatte. Also, das ist doch klar, dass der sich irgendwie unzulänglich fühlte und dann irgendwie was machen musste. Ich meine, mein Ernst, Nazis werden dich ficken. Ich habe keine Angst vor solchen kleinen Pissern. Am 3. Ach, Rainer, ja, okay, was soll man dazu sagen? Ich meine, gegen Nazis zu sein, ich verstehe es, alles gut, kann man supporten, ganz, ganz klar. Sollte man auch, aber geh einfach nicht drauf ein. Es gibt doch genug Nachrichten. Ja, überlies, ach, du kannst dir das 100.000 Mal sagen, der checkt das eh nicht. Der checkt das nicht. Ich glaube, der braucht das auch für sein Leben. Einfach immer so eine Konfrontation zu haben mit anderen Leuten, der braucht das. Am 20. Dezember war Rainer mit heiserer Stimme im Juno-Stream und behauptete, krankheitsbedingtes Halsweh zu haben. An Heiligabend sagte Rainer den angekündigten Stream wegen der Halsschmerzen ab. Das ist so schlecht. Danke, Schatz, du bist die Beste. Na, Amiibo von hier Salat, Bride of the Wind. Wirklich, ich sage euch eine Sache. Wie traurig muss dein Leben sein, dass du dir selber eine Amiibo-Figur kaufst und dann sagst, danke Schatz, du bist die Beste. Eigentlich ist es nicht witzig. Eigentlich ist es nicht lustig. Es ist schon... Wenn man so wirklich drüber nachdenkt, ist schon traurig, ne? Es ist Weihnachten, alle sitzen mit ihren Familien zusammen, essen was Schönes, beschenken sich gegenseitig, haben eine schöne Zeit und Rainer saß damals alleine und verlassen in der Schanze und hat so getan, als ob seine Freundin ihm ein Amiibo geschenkt hat. Von der Bildqualität ganz zu schweigen. Auf Instagram präsentierte er einen Amiibo, den ihm angeblich seine Freundin geschenkt hatte. Am 25. Dezember kündigte Rainer wieder einmal an, sich aus dem Internet zurückzuziehen. Ach ja, das 10. Mal, wunderbar. 2018 wird gar nichts. Weil so wie ihr euch benehmt, werde ich wahrscheinlich 2018 wirklich alles löschen und nicht mehr weitermachen. Oh nein, bitte nicht, Rainer. Das wäre ja wirklich katastrophal. Wie sollen wir nur ohne dich weiterleben? Ich hab sowieso vor, wieder normal arbeiten zu gehen, weil so ein Abschaum wie euch habe ich nicht mehr nötig. Habe ich echt nicht mehr nötig. Sehe ich nicht mehr ein.
Und alle, die darüber traurig sind, die können sich bei den Wichsgesichtern bedanken. Am 27. Dezember tweetete String Emil, ein Mann, der durch Fotos von sich im String zweifelhafte Berühmtheit erlangt hatte, dass er auf dem Weg nach Altschauerberg sei. Junge, 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 es gibt wirklich richtig, richtig komische Leute. Obwohl man heute auf manche Sachen, die man so im Internet sieht, blickt, dann war dieser Mann vielleicht doch seiner Zeit voraus. String Emil, man kennt ihn. Doch am 29. Dezember erklärte er, von der Polizei noch vor Erreichen des Dorfes aufgehalten worden zu sein. Rainer dementierte später, damit etwas zu tun zu haben. In einem Instagram-Video erklärte Rainer, besser zu sein als die Hater und sich dieses Jahr nicht mehr zu duschen. Danke für die Info, Rainer. Auch stritt sich Rainer an diesem Tag mit anderen Nutzern aus seinem Teamspeak-Server. Lass dich nicht ärgern, Rainer. Auch wenn du es nicht glaubst, es gibt wirklich noch zwei, drei Leute, die halten zu dir. Dir ist schon klar, dass es mich an den Scheißdreck interessiert, was du erzählst, ne? Ja, aber... Genau. Imagine, du glaubst noch an das Gute in Rainer und willst dir so sagen, Rainer, keine Sorge, es gibt immer noch zwei, drei Leute, die zu dir halten. Und Rainer antwortet dir, ist schön, dass ich dir nicht höre, zuhöre, was du da erzählst. Junge, wirklich, da will jemand, da meint es jemand wieder nett mit ihm. Und Rainer ist mal wieder so und macht dann auch noch diese Leute zu hatern. Ach ja, aber das ist halt wirklich sein größtes Talent. Also, ich habe jetzt hier überhaupt nicht Böses gewollt. Ich höre dich nicht einmal richtig, also lass es, Spaß dir einfach. Warte, ich nehme mal. Ja eben, für was bist du denn hier? Also da würden wir uns echt freuen und ich glaube, da würde dich auch niemand so blöd anmachen, wenn du einfach ganz normal mit uns... Verpiss dich doch, ich bin nicht auf dich angewiesen. Du kapierst es einfach nicht. Du bist auf jeden Fall besser angewiesen. Als du es hier wirst. Ich interessiere mich nur für das, was mich interessiert. Ich interessiere mich nur für das, was mich interessiert. Ach so, ja gut, okay, das macht schon ein bisschen Sinn, ne? Und ich mache auch nur, was mich interessiert. Schon etwas verstehen. Wenn ihr nichts zockt, Fresse halten und raus aus dem Raum. Sympathisch. Warum sollte man sich nicht mit dem jungen Mann unterhalten wollen? Nee, du bist schon ein Vorbild, finde ich, weil du all denjenigen Vorbild bist, die sich nicht kleinkriegen lassen. Was hat er gesagt? Ey, wirklich, also, wenn er das ernst meint, Junge, dann, also wirklich lost. So gesehen, jeder Influencer, der ein bisschen Reichweite hat, ist irgendwo ein Vorbild. Aber ein Rainer als Vorbildsfunktion zu nehmen, um ihm zu sagen, ja, ich finde schon, also dein Zeichen, was du setzt, dich nicht unterkriegen zu lassen, Junge, also wirklich, was ist denn da los? Ich verstehe ja, immer nur, was Einzelnes ist, nochmal. Ich bin am Zocken neben mir, ich höre dich nicht, ich habe Kopfhörer auf. Junge, I have headphone on the head. Während eines Twitch-Streams erklärte Rainer, noch keine Bewerbungen geschrieben zu haben. Hast du schon Bewerbungen geschrieben? Wieso denn Bewerbungen? Leute, noch arbeite ich selbstständig. Ich bin YouTuber. Also lass diesen Blödsinn. Ach ja. Weißt du was, nur weil du arbeitslos bist, brauchst du nicht immer von dir auf andere schließen. Ich bin YouTuber und verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Das mittlerweile seit 2 Jahren. Warum erfindest du eine Freundin? Weil ich einsam bin. Einmal ehrlich gewesen? Einmal, immerhin. Ich muss mehr als eine Pizza bestellen, weil bei uns hier nicht so oft geliefert wird. Weil wir hier keinen so guten Lieferservice haben, weil wir hier ja mitten auf dem Land sind. Und deswegen muss ich da mehr bestellen. Das ist auch geil, oder? Man rechtfertigt sich dafür, dass man sich alleine 2 Pizzen bestellt. Ja, klar, man kennt es. Weil die sonst nicht liefern. Am 30. Dezember behauptete Rainer im Stream, es sei noch unsicher, ob er im nächsten Jahr mit YouTube weitermachen würde. String Emil beteuerte auf Twitter erneut, dass Rainer die Polizei alarmiert hatte. In dem Video Abschluss 2017 geht es 2018 weiter, sprach Rainer erst über seine YouTube-Statistiken, dann über die Hater. Also es ist in den letzten 5 Jahren oft dazu gekommen, dass Leute versucht haben, mich körperlich, verbal und psychisch fertig zu machen. Verbal funktioniert bedauerlicherweise sehr gut. Körperlich, würde ich sagen, mittelmäßig. Und psychisch... Entschuldigung. Verzeihung, ich wollte ernst bleiben.
Spaß beiseite. Auf meine Psyche hat das gar keinen Einfluss gehabt. Herr Rainer, welchen von den ganzen Heuli-Streams soll ich dir denn mal raussuchen? Hm? Welchen möchtest du sehen? Ich würde dir ja 30. Geburtstag empfehlen. Ach, da sieht man, wie gut du dich und deine Psyche unter Kontrolle hast. Was für ein starker Mensch du bist. Ja, 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 ja. Dann sprach er wieder einmal über die Möglichkeit, sich aus dem Internet zurückzuziehen oder weiterzumachen und die Hater zu ignorieren. Mit meiner Freundin rede ich ja sehr viel, logischerweise. Und auch sie ist zum Beispiel der Meinung, dass ich meinen Hauptkanal weiterführen soll. Also guck mal, eigentlich entlarvt er sich selber da auch nochmal der Lüge. Ich meine, welche Freundin, die im Kopf noch ganz normal ist, hat erstmal Rainer als Freund, erstmal das, und würde ihm dann auch noch raten, weiter diesen Kanal zu führen. Junge, die muss ja größer und wahnsinnig sein. Und das doppelt. Ein paar User, ein paar Mitglieder meines Teamspeak, also auch Ränge in meinem Teamspeak, möchten ebenfalls, dass ich weitermache. Ein paar enthalten sich, andere sagen, ich soll weitermachen. Was ich aufhören soll, sagt keiner. Man würde jetzt natürlich wieder davon ausgehen, er ist ein Schleimer und so weiter, aber tatsächlich bin ich ja eigentlich in der Einstellung, dass ich mich eigentlich löschen möchte, also meinen Kanal. Und was ich auch sage, und das werde ich hier versprechen, und ich weiß, ihr glaubt, meine Versprechen taugen nichts. Ist so. Ich werde hier hoch und heilig versprechen, alles, was mir heilig ist, sollte ich weitermachen. Wohlgemerkt sollte, dann werde ich auf keinen Fall so weitermachen wie die letzten Jahre. Ich werde versuchen, sachliche, ordentliche Videos zu machen, bei denen ich, und darauf werde ich extrem achten, nicht auf Hatern eingehe. So, ich habe jetzt mal ein paar Sekunden gegeben, diese Aussage sacken zu lassen. Was sagt ihr, wie gut ist diese Aussage gealtert? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Schreibt mir gerne einen kleinen Aufsatz, habe ich richtig Bock drauf. Also, wohlgemerkt, wenn er weitermacht, möchte er nicht mehr auf Hater eingehen und vernünftige und sachliche Videos machen. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Junge, ich könnte jetzt so viele Beispiele nennen von schlecht gemachten Videos, von Sachen, wo er wieder auf Hater eingegangen ist. Ach, herrlich, wirklich, das spare ich mir einfach und sage, Rainer, gib mal Ruhe. Ist das schlecht. Und ich werde versuchen, definitiv keinen Scheiß mehr zu bauen. Ich werde wirklich mit aller Macht, die ich habe, versuchen, wirklich was Positives zu erreichen. Ist ganz löblich, Rainer. Würde dir auch wirklich mal gut tun, aber du hast es halt nicht gemacht. Letzten Endes bin ich mittlerweile 28. Ich werde dieses Jahr 29. Ich bin nur ein Jahr von meinem 30. Lebensjahr entfernt. Ich bin ein Erwachsener. Ich weiß, dass mich viele nicht so sehen. Aber nee. Ich bin einer. Nein. Und es wird Zeit, sich so zu verhalten. Da ich jetzt noch ein letztes Wort zu sagen habe, ist, ich hoffe, dass wenn es wirklich hinhaut und wenn ich weitermachen sollte, es steht ja nicht zur Debatte, ob ich es mache oder nicht, sondern sollte ich weitermachen, hoffe ich, dass im neuen Jahr vielleicht auch der ein oder andere YouTuber dazu bereit ist, mit mir was zusammenzumachen und mir hilft zu zeigen, dass ich weit mehr sein kann als ein riesen Vollidiot, zu dem mich die Hater gemacht haben und zu dem letztlich meine Entscheidungen und meine Handlungen noch beigetragen haben. Naja, also die Hater hättest du jetzt rauslassen können an der Stelle, aber ja, Rainer, tatsächlich, wenn man das so sehen würde, könnte man fast denken, du hast es mal ein bisschen verstanden, auch deine Rede darüber, ich sollte jetzt langsam mal erwachsen werden und mich so verhalten, ist alles richtig, Rainer, hast du halt leider nur gar nicht umgesetzt. Dann löschte Rainer auf seinem Hauptkanal und Gaming-Kanal je alle Videos bis auf eins. Naja, er hat sie wahrscheinlich eher auf privat gestellt als gelöscht, denke ich mal. Wie schon die Jahre zuvor wollte er einen Neuanfang wagen. Wirklich an eine Veränderung zu glauben, schien jedoch niemand. Nein, natürlich nicht. Warum sollte man auch? Naja, das war Episode 36, Dr. Drache, ja. Was glaubt ihr? Hat er seinen Kanal gelöscht? Zwinker, zwinker. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Wiggelmogel. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Macht's gut. Ciao, ciao.